Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory zusammen mit meinen lieben Mitspielern und Kollegen Dragner. Servus. Rado. Hallo. Sheena. Hallo. Und dem guten Hawk. Moin, moin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mal eine wichtige Frage. Ja. Wer baut ein Punktesystem einführen für Fragen oder? Ja, wer baut denn hier gerade diese Halle hier hinten mit lauter Löchern drinnen? Das ist meine. Das wird die Schmelze. Also die hängt sinnlos in der Luft, weil keine Tragebalken gesetzt sind und gar nichts. Also, hallo, die also haben mal wir ehrlich. Noch nicht. Das würde ich ja besser angeguckt, ja, und die Statik da. Das würde ich ja besser bauen. Ja, natürlich. Du weißt nicht mal, wie eine Schmelzhalle aussieht und willst mir hier was erzählen. Ja, pass auf, gleich hole ich die Kettensäge raus und schneide dich in zwei. Geht zum Glück nicht. Ja, das ist wirklich schade, ne? Also eigentlich muss man sagen, das wäre toll. So, wir haben die nächsten. Ich hätte lauter Ober- und Unterkörper liegen. Ich glaube, das wär's. Wir haben die nächsten fünf. Also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja. Ganz mühsam. Jedes Mal, wenn ich in den Container bei Beton reingucke, sind immer um die 70 drin. Sag mal, wer stiefelt die ganze Zeit Beton? Ja, ich habe tatsächlich einige rausgenommen, weil ich ja oben die Plattform bauen jetzt möchte. Also die Schmelze. Ich brauche aber sag mal, die Wolf, ganzen... Ja. Du hast doch zum Ende der letzten Folge diese Bauarbeiten gemacht. Ja. Wo sind die Werkbänke? Die habe ich abgerissen. Alle weil weg. Weil wir jetzt gar nicht mehr so viel Handcrafting machen, habe ich gedacht, brauchen wir nicht mehr so viele. Ja, hier ist aber ständig so ein Rado oder Drag oder sonst irgendwas an der Hauptwerkbank. Ja, das geht wirklich nicht. Also Rado, du müsstest dann bitte den Platz buchen vorher. Wir haben extra das Ticketsystem hier. Das Problem ist, wenn Wolf denkt... Ah ja, jetzt bin ich gespannt, wie der Satz endet. Ja. Nee, ich will gar nicht weiterreden. Du weißt ja, wie das ist. Du weißt ja, wie das ist, Wolf. Denken sollte man den Pferden überlassen, die haben den größeren Kopf. Ja, das stimmt. Und ich bin ja ein Wolf. Das geht also natürlich nicht. Ja, das ist schon klar. So, schaut mal, wie schön unsere Base jetzt aussieht. Also schon deutlich besser als vorher. Jetzt müssen wir nur noch... Wer hat denn jetzt hier wieder zwei Werkbänke gebaut? Ich. Da fällt mir ein... Warum setzt du die nicht auf die Plattform? Ich hab eine Frage. Hatte der Wolf nicht eigentlich vor diesem ganzen Let's Play, also vor der ersten Folge gesagt, er würde gerne in die Natur bauen? Und ist der Wolf jetzt nicht gerade derjenige, der hier alles mit Platten vollkleistert? Ja. Nee, sorry, das ist falsch übergekommen. Ich will nicht in die Natur bauen. Ich möchte, dass wir mit der Natur bauen. Das heißt, dass wir, sogar das Haar. Das finde ich, also ist, ja, wir könnten ja jetzt noch eine Skybase bauen, ne? Das heißt, wir nehmen hier den höchsten Punkt, fangen da an, darüber eine Riesenplattform zu errichten. Nee, das ist doof. Plattform. Nee, ja, das finde ich auch doof. Und mit der Natur bauen meine ich halt, dass man die Hallen, die Plattformen halt so in die Landschaft setzt, wo sie halt auch hinpassen würden. Welcher, ja, so wer von euch Sackgesichtern hat jetzt eigentlich den Aussichtspunkt hier abgebaut? Das habe ich gemacht. Wir kennen doch jetzt alles hier. Was willst du denn jetzt hier noch gucken? Der ist essentiell wichtig. Du kannst doch nicht einfach einen Aussichtspunkt abreißen. Ich stehe fast das ganze Let's Play da oben. Ist nicht dein Ernst? Na hast klar. Hast du nichts Besseres zu tun? So, ich habe Werkbänke hier auf die Plattform gesetzt. Dann baue ich jetzt auch deinen blöden Aussichtsturm wieder hin. Ich habe hier die Ressourcen schließlich auch einstecken. Ich muss erstmal finden, wo ich das Ding... Da. Man hat so, über Aussichts... Neuen Beobachtungsturm. Wir haben über Aussichtspunkte so einen schönen Überblick. Ja. Danke. Also wenn das so weitergeht, vote ich für einen Kick eindeutig. Absolut, ja. Ich meine, ich habe ihn jetzt schon fünfmal deabonniert, also langsam geht's nicht mehr, deswegen muss ich ihn als nächstes eindeutig kicken von seinem eigenen Server. Du meinst, die nimmt doch eh keiner mehr ernst, ja? Genau. Ja. Haben wir denn schon neue intelligente Beschichtungen hier? Viel können es leider nicht sein. Vier? Wow, vier ist schon mal nicht schlecht. Also das sollte wirklich unsere Priorität sein. In dieser Folge, das wird natürlich völlig utopisch sein. Aber ich hab mal die Schraubenproduktion umgestellt. Wir sind damit, das erste Viertel hätten wir quasi knapp überschritten. Ja, wer hat eigentlich die ganze Zeit die Lampe an? Das kostet unheimlich Ressourcen. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit eine Lampe an. Ich merke das aber auch nicht erstmal. Ich finde, die Lampe sieht man auch wirklich nur sehr, sehr, sehr schwach. Ja. Können wir die Bänder, zwei MK2-Bänder können wir schon bauen, aber die kosten... Verstärkte Platten.
Ah, so teuer. Nee, dann baue ich noch die normalen. Aber die sind ein geiles Upgrade, aber... Oh. Macht doch keinen Sinn, die Dinger abzugraden, solange wir da nicht automatisiert haben. Ja. Also außer wenn wir... So ein paar Linien, die wirklich, sag mal, wichtig sind oder ja, so, aber ansonsten... Wir müssten die Schrauben ein bisschen boosten für die verstärkten Eisenplatten. Das wäre schon mal... Also ich habe einen kleinen Boost reingeworfen, indem ich gesagt habe, okay, ich stelle auf die Produktion per Eisenbarren um. Damit sind sie nicht mehr auf die sehr seltene Lieferung von Eisenstangen angewiesen. Ja, aber das heißt ja, ich muss ja die Eisenstangen davor wegreißen. Ja, ich weiß nicht, wo du das aufgebaut hast. Ich habe die alte Produktion erstmal noch umgestellt. Also das heißt, ich kann jetzt Eisenbarren direkt in Schrauben machen, ja? Ja. Ist unterm Strich das gleiche Verhältnis, aber man spart sich halt einen Fabrikator dazwischen. Ja, ja, ein Schritt. Die ganzen Treppenhäuser, Hawk, die haben wir auch noch nicht. Nö. Sind die auch im Shop oder sind die wenigstens... Nein, ist alles im Shop. Boah, was für ein dämliches System. Ja, das ist nichts mehr mit einfach hier freischalten und los geht. Also das ist jetzt schon hier mit Arbeit verbunden und Kosten. Das ist schon, ne? Ja. Ist doch nicht zu fassen. Hä? Shena, ich habe jetzt hier alternativ Gussschrauben. Ja, das sind sie. Ja, aber die brauchen trotzdem irgendwie... Ah, nee, jetzt geht's mit... Okay. Passt schon. Ja, ich sag nix. Passt. Das ist ja eh das bessere Rezept, weil da kommen tatsächlich auch mehr Schrauben raus. Nein, ich hab nachgeguckt, du machst aus einem Eisenbarren eine Eisenstange und daraus machst du 4 Schrauben. Nein. Jetzt machst du aus 5 Eisenbarren 50 Schrauben. Also das Produktionsteil, der Konstruktor sagt 50 Schrauben pro Minute. Genau, du machst auf 5, 20, aber du machst 50 Schrauben pro Minute und das sind 10 Schrauben mehr pro Minute als vorher. Ja gut, ich habe nicht auf die Zeit geguckt, wie schnell das geht. Ich gucke mal auf das pro Minute. Davor waren es 40 Schrauben pro Minute und jetzt machst du 20 Schrauben. Jetzt machst du 50 pro Minute, also 10 mehr. Ich hatte wirklich bloß auf die Kosten geguckt, die waren mir wesentlich wichtiger. So, ich habe den Schredder in Betrieb genommen. Das heißt aber, wir könnten tatsächlich hier das Laufband für Eisenbarren trennen und theoretisch daneben eine zweite Schraubending laufen lassen. Dann könnten wir Schrauben theoretisch wieder irgendwo lagern. Also wir hätten immer noch dann sogar noch ein bisschen Eisen über. Wir könnten... Ja. Die Frage ist, wollen wir das momentan irgendwo trennen? Puh, keine Ahnung. Du stellst Fragen. So kompliziert, ich kann nicht mitdenken. Das wissen wir alle. Ich hab zum Glück bloß halb zugehört, also... Beste Antwort. Glück nur halb zugehört. Ja, aber Schrauben noch irgendwie zusätzlich zu lagern ist auf jeden Fall eine gute Idee. Dem stimme ich schon zu, Drangner. Ich rede mit Arschgesicht dann nicht mehr. Das war ja von vornherein klar. Was du dich da wunderst. Nein, wundern tue ich mich ja nicht. So, alles, was ihr nicht mehr braucht, packt es in den Schredder. Wir brauchen die Coupons. Ja, uns geht's hier echt nicht weiter. Wir brauchen doch bloß 5 Coupons, dann hat jeder eine Tasse. Wenn einer die Tassen mit den Coupons kauft, ne, dann komme ich in den Laden. Egal, wo ihr wohnt, ich komme zu euch. Ich werde euch finden. Das wäre echt eine richtige Zeitverschwendung, weil dann können wir nochmal 5 Folgen warten, bis die nächsten 5 Tickets fertig sind. Aber wir könnten die 5 Folgen mit Tickets warten. Mit Tassen warten. Mit Tassen, ja. Dabei Hauptsache was können wir Kaffee trinken.
Oh, Conveyor Ceiling Mounts. Dachhalterung für Förderbänder. Wie geil ist das denn? Fundamentdurchführung für Förderlifte? Jo. Dann muss ich ja gar nicht mehr von außen. Das ist ja mega geil. Boah, hier geht ja, das ist ja mega. Ach, die Wandstromverteiler, die brauchen wir auch für die Schmelzhalle. Eieiei, Straßenbeleuchtung, ja, total wichtig. Ja. Da braucht man die Helmlampe nicht mehr anmachen. Stimmt, ja. Die Wände mit den Förderbändern, die kosten halt 5 Tickets, aber die Durchführung kostet nur ein Ticket. Also macht das eigentlich mehr Sinn. Also mir wird es jetzt tatsächlich gelingen, dann 3 Folgen lang mit der Kettensäge rumzulaufen, ne? Alter. Ich muss auch sagen, zum Thema Wolf, Planung in der Natur bauen, ich finde, wenn man sich umguckt, sieht man nicht mehr so viel Natur. Oh. Irgendwas hat er jetzt wieder gemacht. Irgendjemand hat Schmarrn gemacht. Also ich war es ausnahmsweise nicht, was ja auch sehr befriedigend für mich mal ist. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall diese ganzen neuen Dinge hier. Fixe Dächer, Dachecken, Strukturträgersets, Betonsäulensets. Das ist ja. Hier sind die Treppen und die Gehwege, das brauchen wir alles. Weil wir brauchen eigentlich nur die Laufstege. Und die industriellen Gehwege. Das sind also 10 Tickets dafür. Die Geländer wären halt auch schon cool. Sind 6 Tickets. Industriell reicht auch. Dann 6. Ja, ohne Fenster geht es auch nicht. Nochmal 6 sind 12. Wände mit Türen 14. Und dann 15, 16, 17. 20. 20 Tickets sind schon fest verplant, Leute. Ja, ich stell gerade was her für Tickets. Das ist gut. Dummerweise haben wir keine. Ich habe ihm gerade festgestellt, man kann ja diese Alien-DNA-Kapseln herstellen aus verschiedensten Sachen und die sind. It provides fixed with knowledge and pioneers with coupons. Ja, wir haben zu viel Abnehmer. Uns fehlt irgendwie Energie. Wie, uns fehlt Energie, wenn der Strom weg ist? Was soll denn der schmarrn? Ja, es steht alles still. Also ich war es nicht. Ich auch nicht. Ich war anderweitig beschäftigt. Warte mal, ist denn ein Generator vielleicht leer? Der hier sieht leer aus. Nee, ist nicht leer. Wir hatten die erst alle aufgestockt gehabt. Dann baue ich mal noch einen Generator. Mach du das, ich bring dann Biomasse dafür. Okay, mir fehlt aber leider. Ja, also noch. Der erste Container für die Biomasse, der ist bereits ziemlich voll. Fehlte mir jetzt? Draht. Nein, warum geht der Scheiß nicht? So, der Generator steht. Der ist schon voll. Treibstoff ist schon drin. Sehr schön, dann können wir wieder einschalten. Das sieht doch gut aus. Ach, hier laufen die Biokapseln. Sehr schön. Und die bringen viel oder was? Oder? Keine Ahnung. Aber dann können wir wenigstens zumindest aus den erlegten Tieren was machen. Ach so, die bringen DNA-Punkte. Ja. Also Coupons. Ja. Aber ich habe halt keine Ahnung, wie viel. Das steht leider nicht mit dabei. 1000, wenn ich das richtig gesehen habe. Nee, warte mal. Wir haben ja sogar schon 3 Tickets. Cool. Dann fange ich schon mal an zu drucken. Ja, fast schon die erste Tasse, oder? Wie war das? Nein, das sind schon 3 Tassen. Oh. Gut, dass ich zuerst hier bin. So, mal eben schauen. Förderlift-Fundamentdurchführung.
Ich würde es eigentlich lieber durch die Wände wieder machen. DNA-Punkte 4000 pro Minute. Also die Kapseln bringen halt entsprechend viele DNA-Punkte. Hm, ist gut. Was ein Kampf, okay. Ich hab sie irgendwie hinbekommen. Jeder kann sie ja umbauen, wenn es ihm nicht mehr passt. Ja. Das ist der Wolf. Laser. Drachen lassen die Richtung. Kommst du gleich kontrollieren, Schiener, jetzt, oder was? Ja, natürlich. Du musst das Chaos auch einmal mit eigenen Augen sehen. Um anschließend den Weinkrampf zu kriegen. Mhm. Ja, das Problem ist, wir bräuchten bessere Ausgangsförderbänder. Mhm. Irgendwie hat jetzt die falschen Sachen in den Lagercontainer gehabt. Fängt das wieder an? Na, staut sich. War jetzt leider besser gemeint, als es eigentlich ist, weil wir... Aber ich müsste nur dieses kurze Stück mit MK2 eigentlich machen. Hatten wir denn jetzt eine Produktion schon für die verstärkten Eisenplatten? Ja, ja. Ja, genau, die geht ja hier in die intelligenten Dinger, ja. Ja. Heißt, wir bräuchten halt mehr. Fünf brauche ich. Fünf. Was brauche ich für verstärkte Eisenplatten? Schrauben. Gut, dass die sich gerade stauen, die Schrauben. Das ist ziemlich cool. Was denn? Warum fährt's denn jetzt gar nicht mehr? Die Förderbanddurchführung für Beton, für Fundamente, die finde ich richtig gut. Hä? Mich verarschen? Oh, das ist so. So, okay. Okay, was? Ich habe jetzt hier MK2. Sag mal, bin ich zu blöd, hier jetzt raufzukommen? MK2 Förderbänder herangesetzt, also einen ganzen kleinen Bereich. Die Schrauben in dem Schraubenlager, da wo Schenas Schrauben dann wieder rausgehen, liefern jetzt schneller rein als raus. Das heißt, wir lagern auf Zeit wieder Schrauben. Superb. Förderband 15 durchzuführen. Ah, okay. Also entweder Schena hat mich jetzt nicht kontrolliert oder es war ihm wurscht, was ich gebaut habe. Ich habe später noch zwei zum umzubauen. Und Nacht. Ich habe erstmal bloß geguckt, was du überhaupt gemacht hast, weil ich nicht was hab ich denn gemacht? Nachverfolgt habe, was du da machen wolltest. Ja, was habe ich denn gemacht? Komm. Wie groß wird denn da die Lagerhalle wohl? Du hast da oben oder deine Eisenerzhalle. Ja, du musst bedenken. Da habe ich gar nicht rumgebaut, Schena. Ich habe hier, da wo ich die ganze Zeit rumhüpfe, habe ich rumgebaut. Ich habe an deinem Lagersystem Schrauben angeschlossen. Die Schrauben über alles drüber geführt hier. Die wird groß. Das ist doch gar nicht mein Lagersystem. Er wird sie hoch oder wird sie noch lang? Ja, das stimmt. Aber ich habe die Schrauben hier quasi oben drüber geführt, um sie hier hinten an dein Schraubenlager wieder, da wo du rausführst, die da ranzubekommen. In die Länge wird sie halt erweiterbar. Ja.
Und in der Höhe ist sie irgendwann fix. Und wieso staut sich das jetzt plötzlich oder hängt es nur bei mir? Hä? Wir sagen, es staut sich. Nee, das, okay. Manchmal passen die Animationen auch nicht. Ja, das ist es eher. Ich habe das bei den Kalkschaden auch gehabt. Da war das Förderband leer, aber in Wirklichkeit lief da was. Ich habe es halt nur nicht gesehen bei mir. Ja. Ja, im Großen und Ganzen hat man aber die Animation besser, als wenn da gar nichts zu sehen ist wie am Anfang. Das stimmt, das stimmt. Braucht halt eine Weile, um sich irgendwie einzufuchsen. Okay, also unsere intelligente Beschichtung läuft tatsächlich auf 100%. Es sind mehr Rotoren und verstärkte Platten drinnen, als sie sein müssten. Mhm. Das ist sehr gut. Ja, Punkt ist halt, es geht halt trotzdem, weil die machen bloß 2 Beschichtungen pro Minute, gell? Naja, gut, pro Minute. Ist okay. Warum hat's gerade bei mir gepimmelt? Ich hab was im Shop gekauft. Ach, hier, die Kaffeetassen schon wieder. Ich kauf nur Sinnvolles. Nein, wirklich? Ja, Kaffeetassen. Unter deiner Schmelzhalle ist übrigens ein außerirdisches Viechen aggressives. Das macht nichts. Oh. Ich sehe es gerade. Das ist natürlich jetzt echt blöd, dass das da ist. Da bräuchten wir mal jemanden, der das vielleicht in Ordnung bringt am besten. Was für ein aggressives Viech ist es denn? Ich habe schon fast alles bekämpft. Ein Coupon, okay, was kaufen wir denn als nächstes? Toll, ich hab Standbild. Jetzt hat nicht mein Spiel ist abgestürzt. Das wäre nicht gut. Nee. Ja, du kannst ja wieder Joiner, ja, aber. Also ich wäre ja für die Boombox. Ist das Viech tot? Ich hab's nicht bekämpft. Ich bin hier, wollte kämpfen und Nee, ich hab's beseitigt. Das ist nicht mehr da. Danke dir. Shena Tiger has left the game. Ja jetzt habe ich auch. Das war doch das aggressive Tier, das ihr meintet, oder? Ja. Also Shena. Ja, Unreal Engine 4 Factory Game Crash Reporter. Ei. Gut, dass du wieder einsteigen kannst. Ruckzuck wieder rein ins Spiel, ne? Ja, bis ich wieder drinne bin, ist vermutlich das Spiel eh schon vorbei. Ja, du hast schon noch ein kleines bisschen. Wo ist denn jetzt das Erforschungsdingsbums? Das MAN, MAM? Auf der Plattform. Okay. Neben dem Hub. Hast du für irgendwas, was noch nicht erforscht ist, gefunden? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt gerade so 2 Plasmaspucke-Überreste aufgehoben. 2 was Überreste? Genau, Plasmaspucke. Puzzlemuckel, habe ich verstanden. Ja, verarbeite die einfach zu Proteinen und zu DNA-Kapseln. Die dürften schon erforscht sein. Ich habe es jetzt einfach in die Kiste geschmissen. Ja. Einfach so. Einfach so. Du musst einfach so sagen. Ja. Echt. Zustimmung fortfahren. Ah, das ist gut. Bei den Server-Einstellungen sieht man nicht die IP-Adresse zum Join. Also ich muss sagen, langsam gefällt mir unsere Basis oder unser Produktionsding hier schon etwas besser. Viel Metall, wenig Natur, viel schwarzer Rauch. Schön industrial. Ja, ich fühle mich fast so wie bei Rado zu Hause. Ich wohne mitten auf dem Land, nur um es mal allen bildlich zu machen.
5, okay. Ja gut, ich denke, dann können wir die Folge ja auch schon fast abschließen, oder was meint ihr? Oder habt ihr das gerade noch... Jetzt, wo Schäder reinkommt gerade. Wir geben einfach Simon die Schuld. Was? Stand hier bei mir beim Ladeschirm, Simon die Schuld geben. Okay. Okay. Gut, vorher wurde mein Gehirn gewaschen, ist also auch ran, okay. Na, wir müssen leider noch, noch ein paar Minütchen warten, es geht nicht anders. Ja, ist in Ordnung, dann versuche ich noch hier. Oh, das Spiel hat mich zurück. Naja. Wir müssen die Folge eventuell tatsächlich kurz überziehen. Aber nur ja, kurz. Wir überziehen ja nicht, ist ja alles gut. Nein, aber wir müssen es eventuell. So. Also so eine Folgenlänge wie in der aktuellen Medieval Dynasty, das wäre gut. Die 50-Minuten-Folge oder welche meinst du? Ja, genau, das war eine vernünftige Länge. Ja, klar. Jedes Mal 50 Minuten aufnehmen würde, dann wird's aber... Hast du nicht aufgepasst, Wolf, oder war es Absicht? Ich war tatsächlich im Fieber, ne? Also das Ding ist ja, wenn du so ein Spiel spielst, auch sowas wie hier, das geht ja ruckzuck, dass du nicht auf die Zeit achtest. Ja. Und bei Medieval Dynasty auch, ne? Ich musste das Feld pflügen, ich wollte noch einmal rüber nach Gostovia und sowas alles. Da kommen ja ganz viele Dinge, die man noch erledigen will. Und das frisst einfach Zeit und das merkst du nicht. Man geht von einem zum anderen. Ja, ja, verstehe ich. Tschüss, Real Life. Ja, genau. Das ist ja bei mir auch gerne Ziff, deswegen kann ich nachvollziehen. Also wir brauchen jetzt nämlich noch drei intelligente Dinger, dann hätten wir die Phase abgeschlossen und das hätte ich einfach gerne noch in der Folge. Das finde ich wäre ein schöner Abschluss. Das wäre schon cool, ja. Drei? Das sind da fünf. Ich habe schon zwei im Inventar. Ah, okay. Das Ding ist, was mich jetzt extrem ärgert, früher, also was heißt ärgert, ich finde es ein bisschen schade halt. Früher war es so, dass du die ganzen Dinge fürs Bauen freigeschaltet hast über den Lift oder über die Meilensteine im Hub. Und jetzt brauchst du offensichtlich jede Menge Coupons. Ja, die sind halt bloß noch Deko. Ja, nur noch Deko. Aber es ist nicht nur noch Deko. Wenn ich ein Stockwerk wechseln will in der Halle, dann brauche ich... Wer? Was zur Hölle? Dragner wieder. Ne? Ja, du heulst zu viel rum. Ja, ich heul rum. Das ist halt meine Art. Ne? Man könnte auch entsprechend etwas kreativ ohne Wände und ohne diese Senkrechten, die hast du, oder die Fahrstühle, ist doch kein Problem. Ja, aber ich will ja eine coole Halle bauen. Du willst halt schön bauen. Das muss ja einfach eine realistische Abbildung sein. Natürlich kann ich hier irgendwas fantasiemäßig bauen und auch diese Rampen und so in die Luft hängen. Aber wie sieht denn das aus, ne? Ich will ein gescheites Treppengeländer und eine Treppe haben mit DIN-Vorschriften und alles. Das muss alles ordentlich sein. Das ist eine schlimme Krankheit, dieses schön bauen. Ja. Es ist eine Krankheit, da hast du recht. Aber eine, die ich gerne... In Kauf nimmst. Genau. Übrigens verstehe ich auch nicht, dass die Produzenten vom Spiel nicht gesagt haben, okay, die Tickets kann man auch mit Echtgeld kaufen. Ja, das verstehe ich auch nicht. Das wäre natürlich eine coole Nummer, ja. Das wäre richtig toll eigentlich. Ich habe ihm 11 Tickets gezogen, was soll ich denn freischalten? 11 Tickets? Was? Ja. Was hast du die denn alle erholt? Tassen. Die waren da drin. Hast du deine Seele verkauft? Bist du sicher, dass 11 Tickets da drin waren? Ja. Nein! Ich pack's dir zur Sicherheit mal in die Kiste. Auf die Kaffeetasse! Auf die Kaffeetassen! Wo kommen denn diese ganzen Tickets her? Ich hab doch gerade noch geguckt, es war nichts da! Das müsste die DNA-Dinger unter anderem gewesen sein. Ich hab die irgendwo gebunkert oder so. 29.000 Punkte, DNA-Punkte pro Minute war so die Spitze. Wir Boah, schießen krass. Ab! Oh, Dragner hat es geschafft. Wir brauchen für Phase 2 fucking 500 so Teile. So Teile. Oh, Teile. Ah, Teile sind teuer. Ja, 500 sind teuer. Und ja. Teile sind teuer, ey. Wir könnten eigentlich Stufe 3 schon anfangen. Da gibt's Kohleenergie. Du meinst jetzt von den normalen, ne? Das sollte auf jeden Fall als nächstes sein. Lass uns doch jetzt eben noch die Sprungflächen machen, dann haben wir das wenigstens. Was? 6 Rotoren, ja, okay, Ja. Ich hab den Rest schon her. Ja, ich hab keine Eisenstangen mehr für Rotoren.
Hatte schon Schraubenstibitzt gehabt. Ja, zurückpacken. Ja, hier sind ja 400 Eisenstangen, so ist nicht, also... Ich habe zwei Rotoren zumindestens. Also wir bräuchten noch... hast du jetzt hier irgendwas reingesteckt? Nee. Ich habe was da reingesteckt, ja. Da wurden freigeschalten. Wird man kaum. Sehr gut. Oh. Warum passiert das? Why? Die auch immer irgendwo irgendwelche Sachen reinstecken müssen. Ne? Das, also. Du Wolf? Ja. Ist das in Ordnung für dich? Schau mal bitte. Habe ich da einen Fehler gemacht? Wo muss ich hinschauen? Das ist jetzt erstmal die Frage. Ja, komm mal draußen vor deine Halle. Komm mal vor die Halle. Komm mal bei mich bei. Seitlich, komm mal seitlich bei mich bei. Wo zur Halle? Ja, okay. Ja, ich sehe. Hm? Ich würde da die zweite Produktionshalle quasi so das hinstellen. Das ist zu nah dran. Ist das zu nah? Ja, deswegen, ich habe jetzt extra geguckt. Guck mal, was da für eine Distanz ist, Digga. Ja, okay, pass auf. Ist das noch zu nah? Deswegen frage ich dich. Ich überlege gerade, ob ich eine Schmelzhalle oder eine Produktionshalle mache. Ich glaube, es ist eine Schmelzhalle, ja. Dann müsste es eigentlich reichen. Schmelz oder Produktion? Nee, das ist eine Produktionshalle. Das ist eigentlich eine Produktionshalle. Die Schmelzhalle baue ich dahinter auf, wo die ganzen Schmelzen von Dragner stehen. Da wird die in die Luft gebaut. Das heißt, das ist okay so, oder was? Ja, ist okay. Wenn nicht, müssen wir es wieder abreißen. Dafür haben wir TNT später. Milestone reached. Several buildings TNT. Can now be accessed in the build menu. Caution is recommended during so, jetzt geht's aber los hier. Laufsteg. Treppchen. Schön. Ich bin gerade verwirrt. Ey, wieso konntest du schon das nächste Ziel auswählen? Ach, oh Gott. Ja, man kann es auswählen, man kann nichts reinpacken. Okay, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade schauen, was es sonst so gibt, deswegen. Oh Leute, ich habe noch eine Neuigkeit für euch. Ja, ich sehe es gerade. Du hast eine Neuigkeit für uns? Neuigkeit für euch. Ich glaube, wir werden uns alle freuen. Und zwar habe ich uns das Exoskelett freigeschaltet. Was kann man damit machen? Schneller laufen. Hat das was mit Dinosauriern zu tun? Auch. Schneller laufen und springen? Jo. Okay. Ihr braucht dafür nur Rotoren. Was war das? Rotoren. Drei Rotoren. Drei modulare Rahmen und Quarzsand. Den Quarzsand könnt ihr in der Kiste beim Hub gleich abholen. Ah ja, okay. Aber jetzt wären wir bei 33 Minuten und die Meilensteine wären abgeschlossen. Also wir könnten jetzt auch beenden. Wir müssen aber auch nicht. Ja. Hä? In dem Gebäude kann man ja Minispiel spielen. Ja, früher war die Forschung hier drin. Productive Packer Deluxe. Ja, guck mal hier, die Computer. Wo bist du denn? Ich bin hier in der Werkbank. Warte mal, wo bist du denn da? Da, geh mal hier rein. Hier. Produktiver Packer Deluxe. Was ist das denn? Ja, wenn ich auf den rechts gucke, könnte das Solitär sein. Das ist... Sieht aus wie Tetris. Ja, irgendwie schon. Feld füllen. Ich habe jetzt bloß hier auf die Monitor geguckt, hier außen, nicht das Spiel selbst gestartet. Hier außen hast du dann halt Solitär. Weiß nur nicht, wie man hier drehen kann. Kann man da überhaupt drehen? Anscheinend nicht. Nee, du kannst nicht drehen. Nee. Könnt ihr mal gucken, ob im Coupon-Drucker, also in dem Schredder für euch Coupons drin sind? Ob vielleicht jeder Spieler seine eigenen Coupons bekommt. Ist doch Quatsch, oder? Ja, aber ich wundere mich, dass China... Ich hab da einen. Du hast einen, okay. Die ich mir gerade ausdrucke. Ich hab keinen. Okay, und ich hab auch keinen. Ja, dann waren das wirklich die DNA-Dinger. Aber es läuft ja auch ständig was rein, deswegen.
Ja, ja, aber das dauert fürchterlich lange jetzt alles. Aktuell läuft nichts. Ja gut, du musst halt immer teurere Sachen reinschmeißen, damit du mehr Tickets rausbekommst, ne? Ja. Das wird von Mal zu Mal erheblich teurer, glaube ich. Ja, selbst die DNA-Dinger, die waren mal bei 1000 pro, bei 1000 bis zum nächsten, jetzt sind sie schon bei 6000 bis zum nächsten. Ja, ja, genau. So. Gab es nicht auch mal halbe Geländer? Es gibt halbe Wände. Ja, halbe Wände, aber ich dachte eigentlich, dass es auch halbe Geländer gab. Aber scheinbar ist das nicht mehr so. Es gibt das moderne Geländer. Ja, die habe ich schon gekauft jetzt. Ich habe nämlich die falschen genommen, aber ist egal. Wer benutzt denn die Ausrüstungswerkstatt? Hier steht immer, die wird derzeit verwendet, aber ich sehe hier niemanden. Hä? Also nee, Moment warten. Vielleicht hat er das noch nicht so ganz kapiert, dass da keiner mehr dran ist. Es ist schon ein langer Moment. Nee, wird derzeit verwendet. Irgendwie scheint die Buggy zu sein. Hier steht nämlich niemand. Warte mal. Ja, vermutlich, also, wenn der Hawk sich nachher auslockt. Ich kann sie benutzen. Ja, und bei uns, bei mir steht immer dort, wird verwendet, deswegen. Ja. Okay. Das ist komisch. Ich schmeiß mal eben, pass auf, für euch alle, ich schmeiß mal eben vor der Ausrüstungswerkbank eine kleine Kiste hin. Und da schmeiß ich euch, wenn ich Stangen hätte. Ich hab welche, wenn du herkommst. Ich hab welche. Da schmeiß ich euch diesen Quarzsand rein, den ihr braucht für ja, aber wir können es ja nicht benutzen, das ist ja das Problem. Ja, gut, dann setz da eben eine neue dahin. Warte mal, ich reiß sie mal eben ab. Produktion. So, kannst du die jetzt benutzen? Ja, das geht. Okay. So, da schmeiß ich euch den Quarzsand rein, den ihr braucht. Kann sich jeder so ein Ding mal basteln. So, wie lange sollen wir denn jetzt noch aufnehmen, Leute? Ausrüstungswerkstatt wird benutzt. Ich bin's nicht. Ja, jetzt ist wahrscheinlich meine. Achso, warte mal. Kannst du es jetzt benutzen? Nö. Okay, ich hatte nämlich eine To-Do gerade am Laufen. Vielleicht war es die To-Do. Aber ich habe die gelöscht gehabt. So, ich sehe schon. Wir machen eine 50-Minuten-Folge, also, oder wie? Ich bin gerade total drin. Also, ich habe echt Bock, aber ich kann es nicht auch verstehen, weil wir Feierabend machen müssen. Zumal, wie gesagt, also ich habe Frühschicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Können natürlich jetzt niemanden verhaften, hier ewig zu bleiben. Aber es macht natürlich gerade total viel Spaß. Das ist halt so. Ja, irgendwann, vor allem, wenn man den Punkt erreicht hat, wo man voll so einen Brainstorm hast, ne? Wo du so richtig so. Ja. Ich hab echt einen Fehler gemacht. Wisst ihr was? Das ist ja eine Schmelzhalle. Ich hab vergessen. Ach, scheiße. Mensch, Rob, da hättest du aber selber auch nochmal dran denken können. Woran denn? Das ist jetzt keine Schmelzhalle. Das ist jetzt eine Produktionshalle hier. Du hast die Konstruktoren gebaut. Ja, du siehst das, ne? Du siehst das, ne? Nee, ich sehe es nicht, aber ich kenne dich. Ja, das ist das Schema für die Konstruktionshalle, was ich gebaut habe, dummerweise. Aber ist ja nicht schlimm. Ich habe mir noch nicht angeguckt, deswegen, aber ich habe mir das schon gedacht. Ja. Ist aber nicht schlimm. Dann kennt er seine Pappenheimer, ne? Ja, ja, genau. Ja. Einmal mit Profis hier. Ja, nee, das kannst du nicht mehr erleben. Das kannst du vergessen. Nicht mehr erleben. Sehr schön. Und falls ich es doch irgendwann erlebe, war es dann das Ende. Vermutlich, ja. Das war das eine Mal mit Profis im Leben. Die Produktionshalle hat natürlich auch noch einen Vorteil. Die ist etwas einfacher als die Schmelzhalle. Hab ich zumindest in Erinnerung. Hä? Ja. Nee, eigentlich sind die ja relativ gleich. Nur, dass die Schmelzen, glaube ich, nicht so breit sind wie die Konstruktionsgebäude. Also wie die Konstrukteure.
Ach, vom Aufbaustil müsste das genau das gleiche sein, meine ich. Nee. Gar nicht mal. Stimmt wirklich. Nee, ist alles gelogen. Denk mal dran, wir hatten bei der Schmelzhalle 7 Zugänge oder sowas, damit wir die ganzen Erze auf die verschiedenen Etagen gebracht haben. Das oder 6 Zugänge. Und in der Produktionshalle brauche ich nur einen Zugang. Ja, kommt aber an, wie viele Konstrukteure du da reinknallst. Ne? Wenn du da nachher mehr reinballerst, musst du natürlich auch mehr Zufuhren haben vom Material. Ne? Das ist alles nur eine Frage der Bandgeschwindigkeit. Ja, und da sind wir noch weit von entfernt. Leider. Ja. Was sind Meilensteine? Jetzt bin ich schnell. Jetzt bin ich schnell. Cool. Ja, da hat sich was gegönnt, hä? Ja, aber schon. Ist teuer, oder? Also, ich meine, kostet schon ein bisschen was, ne? Nö, ja, gar nicht mal. Brauchst nur, wie gesagt, 5 modulare Rahmen. Ich glaube, 3 Rotoren und dann halt diesen Quarzsand. Und den Quarzsand habe ich euch da rein schon reingeschmissen. Jetzt fehlt mir Beton, na supi. Okay, na gut, ich finde, wir machen Feierabend. Das finde ich eine hervorragende Idee. Ja? Meine Narben schmerzen nämlich schon, ich muss mich wieder hinlegen. Ja, dann ganz klar, also. Wer hat denn eingeleitet? Ich, ne? Ja. Dann verabschiede ich mich in unser aller Namen von euch und wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Ciao. Tschüss. Ciao, servus. Ich habe auch ein Exoskelett, juhu.